O heiliger Abend, mit Sternen besät, wie lieblich und labend dein Hauch mich umweht. Vom Kindergetümmel, vom Lichtergewimmel, auf schau ich zum Himmel im leisen Gebet. Da funkelt's von Sternen am himmlischen Baum, da jaucht's es von fern unendlicher Raum. Es singet mit Schalle die Engelen alle, ich lausche dem Halle, mir klingt's wie ein Traum. O Erde, du Kleine, du dämmernder Stern, dir gleichet doch keine der Welten von fern. So schmählich verloren, so selig erkoren, aus dir ist geboren die Klarheit des Herrn. Dieses Gedicht ist von Karl Gerog. Hallöchen, meine Lieben, ich hoffe, Hi. Euch hat... Da ist Kleinchen wieder am Start, bevor ich was sagen kann. Nee, sie war nicht. Hier muss hin. Hasi will auch guten Tag sagen. Bevor ich hier etwas sagen kann, war die Begrüßung schon da vom Kleinchen und von Hasi, ne? Die beiden wollten nämlich wieder helfen, heute bei dem Adventskalender mitzumachen. Ich hoffe, euch hat das Gedicht wieder gut gefallen. Und Kleinchen hat schon geguckt, wo die Nummer 13 im Schokokalender ist. Und wo ist sie? Da. Da, sollen wir die mal aufmachen? Ja. Magst du die essen? Ja, ich mag die essen. Okay. Oh, ich glaube, das ist ein Tannenbaum. Na, kriegst du raus? Nee, warte. Ja. Na, komm. Hast du? Und tatsächlich, es ist ein Weihnachtsbaum. Ja. Da, ne? Da war der Weihnachtsbaum. Siehst du? Ja. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüben beim Adventskalender von Mone wieder. Bis gleich. So, wir nähern uns und wir schauen mal. Noch nichts verraten, ja. Kikilein. Wir schauen mal, wo könnte die 13 sein? Heute ist Freitag der 13. Merken wir gar nichts von. Na, habt ihr sie schon entdeckt? Warte. Ich glaube, Kleinchen weiß schon längst, wo die ist. Also. Da, genau. So, Kleinchen hat schon gefunden und wir sehen uns jetzt gleich am Tisch wieder. Ja. So, und dann schauen wir uns das mal an. Guck mal hier, schön der Schneemann. Oh, guck mal hier, mit Glitzermütze, ne? Mit Zahlen und Punkten. Ja. Dann gibt man mein Gesicht ja. Und mit der Karotte. Ja. Süß, ne? Ja. So, und dann gucken wir mal, was sich heute darin verbirgt. Verbirgt, meintest du? Verbirgt. Verbirgt. Ne, das heißt wirklich so. Oh, also den kriege ich jetzt nicht was? Heile auf, aber das macht ja auch nichts. Ne? Ich weiß, ich kann das auch nicht. So. Meinst du? Ach komm, ist ja nicht so schlimm. Und du, hab ich mal schon hier so. Und du darfst jetzt zuerst da reingucken. Da ist eine Karte drin. Da ist eine Karte drin. Ja. Magst du die mal rausziehen? Ich halte ihn fest. Ich halte ihn hier fest. Oh, was ist das denn? Oh, das ist keine Karte, Schatzi. Ach so. Oh, weißt du, was das ist? Was denn? Das sind wunderschöne Stanzteile. Cool. Glaub ich zumindest. So, jetzt. Wo kriege ich jetzt die? Aha! Da! Hier vorne müsste. Wer ist es denn? Oh, das ist ein bisschen tricky, Mone. Abreißen. Nee, will ich ja nicht abreißen, Mäuseklein. Irgendwo muss ich einfach rausziehen. Nee, irgendwo geht's ja hier auf, aber ich weiß nicht wo. Jetzt oben hier? Was? Sag mal. Das klebt fest.
Das ist tricky. Es geht fest, Oma. Ja, aber ich krieg's gar nicht auf. Hier ist nirgendwo. Hä? Mal ein bisschen abschneiden. Ja, jetzt hole ich eine Schere. Moment. Du sollst besser aufpacken. Ja, ist ja unglaublich. Hä? Dass ich das nicht aufkriege, ist ja wohl ernsthaft jetzt mal. Nee, das geht schon irgendwo auf, aber die Oma findet den Anfang nicht. Und deswegen musste ich das jetzt mal hier aufschnippeln. Das geht fest. So, jetzt schauen wir mal. Das geht nicht fest. So. Schauen wir mal. So, hier haben wir, guck mal, Mäuselein, hier haben wir ein Stern. Jawohl, und was ist das hier? Eine Sternschnuppe. Eine Schneeflocke ist das, Schatze Mausi. Oh, hier steht drauf, Englisch, irgendwas mit Season, Tis, the Season, okay. Ihr wisst ja, mein Englisch und ich. Also, das kriege ich vielleicht hin. Lease on Earth? Oder ist das ein T? Tease on Earth? Keine Ahnung. So, hier haben wir einen Stern. So, wieder. Und noch ein Stern. Ein weißer Stern. Genau, und hier haben wir nochmal eine Schneeflocke. Ja. Peace? Soll das heißen? Ja. Und hier? Tis the Season. Das kann ich auch lesen. Season kann ich lesen. Wer schreibt denn das S so? So schreibt man ein L. Das ist Lettern. Das ist auch keine Ahnung. Oh, guck mal, wie hübsch. Rentier. Weil man versetzt in der Helle, was dann leuchtet das. Meinst du? Ja, wenn das in der Zelle und, rein. Oh, guck mal, hier ist noch eins. Noch eins. Oh, wie hübsch. Schön. Und hier nochmal ein Stern. Ein schwarzer Stern. Ja. Ein weiß-schwarzer. Und hier ist noch ein Stern. Noch ein. Und hier ist noch einer. Ein weißer. Und hier war ein kleiner Check. Und dann haben wir hier. Halt rum. Nee, ist richtig rum. Jolly, ne? Steht da Jolly drauf. Jolly. Hier steht drauf. Merry Christmas. Hier haben wir noch einen. Das ist ein Weihnachtsbaum. Ja, darum steht ja auch Merry Christmas drauf. Ist Englisch, ne? Ja. Was heißt das denn? Merry Christmas bedeutet, hat eine fröhliche Weihnacht. Jawohl! Ja, Leute, und das für ein Kind, was nicht mal 5 Jahre alt ist. Die kann nämlich schon richtig gut Englisch, die kleine Mausi. Besser wie Oma. Ich kann sogar ABC auf Englisch. Ja klar, und du kannst schon besser wie Oma Englisch. Ja. Ich kann sogar Water sagen. Ja, Water kannst du sagen. Wey. Guck mal, wie schön das Standsteilchen hier. Nee, da stand nicht Cheers. Was steht denn da? Cheer. Cheer. Nur Chia, also das sehe sogar ich. So, hier steht Mary drauf. Oh, das ist schön, guck mal. December. Was heißt denn December? December heißt einfach Dezember. Genau! Vielleicht. Hier steht Noel drauf, das sind aber Standsteilchen, ja. Noel. Was ist das? Bedeutet keiner von euch hat Noel. Doch, ist auch für Weihnachten. Französisch. So, noch ein Stern in Schwarz, noch ein Stern in Gold. Und hier steht drauf Seasons Greetings. Schwarz, nur schwarz und weiß. Genau. Dieses Teil schwarz, aber die Buchstaben sind auch schwarz. Und hier steht drauf Wishing You Cheer. Was heißt denn das? Also, Cheer heißt. Was heißt denn Cheer? Cheer heißt. Cheer ist sowas wie anfeuern. Nein. Das
Wisst ihr, was Wunderbares drauf? Geschenke anfeuern oder was? Nein. Schenken anfeuern? Mit Sicherheit heißt das in diesem Kontext was ganz anderes. So, jetzt seid ihr hier gefragt. Gib's dem Sven. Los, verratet ihm, wie es wirklich heißt. Ohne googeln. Hier steht schon wieder dieses Tiste Season. Season's Greetings. Oder Alexa. Ja, hier steht schon wieder Cheer. Du bist mir vorher noch nie begegnet. Dieses Cheer. Das hatten wir noch nicht. Ja, aber das Wort schon. Hier, Joyful. Aber die sind trotzdem alle ganz toll. Guck mal hier, Rentier. Er weiß es diesmal, aber ja. Mein Papier noch drin. Da hier, schon wieder. Tis the Season. Und hier, Mary. Toll, Mone, ne? Toll. Also da muss ich für nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall ganz viele Weihnachtszeugs, ganz viel Weihnachtszeugs basteln. Du hast mir jetzt so viel Weihnachtsgedönsrad hier geschickt. Da muss man ja was mitmachen, ne? Hier schon wieder Peace on Earth. Ich wollte schon wieder Lease lesen, ne? Hier, Wishing You Cheer. Happy New Year! Yay! Happy New Year! Hier haben wir eine 25. Ja. Weißt du, warum da eine 25 steht? In Amerika und auch in Holland zum Beispiel, da feiern die gar nicht Heiligabend, so wie wir hier. Da feiern die erst den Weihnachtsmorgen, den ersten Weihnachtsmorgen. Und das ist am 25. Dezember. Komisch, ne? So, hier steht nochmal Joy drauf. Und Eat, Drink and Be Merry. Okay. Und hier haben wir noch ein ganz drink schmales. Eat bedeutet Trink. Jawohl. Und Eat? Eat bedeutet Essen. Jawohl. Ich sag doch, die ist so schlau. Und hier steht das auch nochmal drauf. Eat, Drink and Be Merry. Liebe Mone, vielen Dank für diese tollen Stanzteile. Ja, wie gesagt, also für nächstes Jahr werde ich dann hier ne, wahrscheinlich einen ganzen Haufen basteln. Dann, wenn ihr alle schon wieder beim Frühlingsbasteln seid, bin ich wahrscheinlich beim Weihnachtsbasteln und lege das alles weg fürs nächste Jahr. So, Moment, ich packe das mal hier wieder rein. Oder auch nicht. Ich pack das hier rein. Oder auch nicht. Okay, ich mach das gleich. So, Kleinchen hat schon Tschüss gerufen. Hasi. Oh, Hasi war es. Entschuldigung. Tschüss. Tschüss, Hasi. Tschüss. Und Kleinchen auch. Und ich sag dann auch mal Tschüss. Bis morgen.